Also ich rufe an bezüglich Ihrer Werbeanzeige, die wir gemacht hatten, für die Bürgerinformationsbroschüre, die in Ihrer Region ausgelegt wird. Und da geht es jetzt um den Korrekturabzug für das letzte Werbejahr und um die Auslaufzeit. Und ich muss Ihre Werbeanzeige, aber soweit ich auch einsehen kann, wollten Sie nach der dritten Auflage keine Verlängerung mehr. Bleibt es dabei? Ich denke ja, ich habe gerade leider den Auftrag nicht da, aber es hört sich dann noch an, ja. Okay. Das Dokument mit der Anzeige setze ich Ihnen nochmal auf ein Blatt. Da ist auch die Bestätigung dabei, dass es ausläuft. Das bedeutet, dass es sich nicht um eine weitere Jahr verlängert. Indem Sie es gegenkennzeichnen und zurücksenden, bestätigen wir uns gegenseitig, dass es für Sie nach diesem letzten Druck ausläuft. Und Herr Hart, jetzt geht es darum, ob Ihre Werbeanzeige noch so aktuell ist, wie wir sie damals bekommen haben. Oder ob sich in der Zwischenzeit etwas geändert hat, wie zum Beispiel Logo, Farben, Design. Und Sie auch, dass Sie keine sozialen Netzwerke auf der Anzeige haben. Sie können die auch inserieren, so wie Facebook, Instagram, WhatsApp. Das ist dann auch bei der Vorlage dabei. Wenn Sie wünschen, diese zu inserieren, dementsprechend ankreuzen und zurücksenden. Und damit Sie Bescheid wissen, nach der Dienstleistung, das heißt nach der Veröffentlichung, kriegen Sie noch eine Rechnung in Höhe von 499 Euro, die Sie auch von der Steuer absetzen können. Ist Ihre E-Mail-Adresse noch aktuell? Kontaktanfrage... Nein, ich glaube, da wird es nicht ankommen. Also am besten an... Also ich kann das auch per Fax schicken. Nein, Fax haben wir gar nicht mehr. Fax haben wir gar nicht. Also so... @t-online.de @ @t-online.de. Okay. Ein Augenblick. So. Okay. Als Dankeschön für die Zusammenarbeit wird das letzte Jahr als Wurfsendung von postalisch durchgeführt an unadressierte Haushälter in Ihrem Gebiet. Und Sie bekommen von der Hauptverwaltung einen Anruf, ob die Dokumente bei Ihnen richtig und vollständig angekommen sind. Ich denke mal, Sie melden sich morgen wieder bei Ihnen. Okay. Das war's. Von meiner Seite, haben Sie noch Fragen an mich? Ja, weil Sie jetzt irgendwas gesagt haben von einem Jahr, dass das dann läuft. Also wäre das jetzt normalerweise ein Jahr weitergelaufen oder da bin ich jetzt irgendwie nicht ganz mitgemacht? Das war ja für drei Auflagen. Zweimal wurde es schon ausgedrückt und dieses Jahr wird es zum letzten Mal ausgedrückt, also für das dritte Mal. Okay, also dann nur noch dieses Jahr und dann ist vorbei. Ja, dann ist es vorbei für Sie. Okay. Also nächstes Jahr, weil Sie müssen ja die schriftlich bestätigen, dass Sie es nicht mehr weiter verlängern möchten. Aha. Deswegen die Unterlagen bestätigen, an uns weiterleiten, dann wird das automatisch für Sie gekündigt. Okay, also wenn ich es nicht zurückschicke, dann würde es noch mal ein Jahr weiterlaufen, also nächstes Jahr dann auch nochmal. Ja, dann wird es automatisch ein Jahr verlängert. Okay, gut. Okay. Ja, dann werde ich es beantworten. Okay. Und das Ganze kostet 498 Euro, glaube ich, haben Sie gesagt, gell? 499 Euro für drei Aufladen. Okay. Aber dieses Jahr wird ja zum letzten Mal ausgedrückt, ne, Herr? Wenn Sie irgendwas ändern möchten, ne? Ja. Dann können Sie das auch machen. Zum Beispiel Logo, Farben, Design. Oder okay. Sie können okay. auch die Werbeanzeige von neu gestalten. Okay. Gut. Und okay. Nochmal eine Frage zu den 499, weil das ist jetzt für drei Ausgaben, aber Sie haben gesagt, dieses Jahr ist nur noch eine Ausgabe. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert, glaube ich. Also das war ja für drei Auflagen, ne? Und da waren es 499? Drei Auflagen für 499. Zweimal wurde es schon ausgedrückt und dieses Jahr wird es zum dritten Mal ausgedrückt für Sie. Okay,
Okay. Und das heißt aber, ich habe die letzten beiden Jahre dann noch gar nicht bezahlt, oder? Weil sonst waren es ja keine 499 nee. Euro. Aha, okay. Weil wir machen es immer so, dass erst Dienstleistung erbracht wird, dann kommt die Rechnung nach der okay. letzten Veröffentlichung. Gut. Es tut mir leid, ich habe das E-Mail aus Versehen gelöscht. Können Sie es mir bitte nochmal sagen? So, Bindestrich. @t-online.de. T-Bindestrich. Ich habe es erkundet. Wie von T-Online. T-online.de. Der große deutsche. T-online.de, genau. Online.de. Ich nehme bloß also nicht das Minus her, weil das ist so negativ. Ich mache es, wie ich es in der Schule gelernt habe. Ich sage aber Bindestrich. Ich bin ja von der alten Schule deswegen. Ich finde das Minus immer so blöd, weil das ist so, ja. BMW minus Auto ist irgendwie blöd, weil dann sagt man ja, das ist ein Minusauto, das BMW. Also das war dann wieder blöd. Nee, also jeder sagt ja T-Minus, deswegen, ich habe mich auch daran gewöhnt, deswegen sage ich auch immer T-Minus online. Ja, keine Ahnung, wann sich dieser Blödsinn eingebürgert hat, dass man Minus sagt für einen Bindestrich. Jetzt nehmen wir uns mal einen Politiker namens diese Strack-Zimmermann von der FDP, das war ja dann die Strack-Zimmermann. Ja. Was ist denn dann das Ergebnis? Strack-Zimmermann. Ja, da haben Sie auch recht. Eben. Oh. Okay. Also gut, dann warte ich auf die Unterlagen. Online.de. Okay. Nach einer Stunde, denke ich mal, bekommen Sie die Unterlagen per E-Mail. Und wie gesagt, Sie bekommen von der Hauptverwaltung einen Anruf, ob die Dokumente bei Ihnen richtig und vollständig angekommen sind. Ich denke mal, morgen werden Sie sich bei Ihnen melden. Geht klar. Was? Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie auch an die Hauptverwaltung fragen. Geht klar. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Wiederhören. Danke, wiederhören.